Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Neffi und auf diesem Kanal zeige ich euch meine künstlerische Reise, was ich so mache und auch ein paar Tutorials. Heute habe ich mir überlegt, nehme ich doch mal ein Bild aus meiner Vergangenheit und male das einfach neu. Ich habe ja schon ein Video, was ich euch hier verlinke, wo ich meine ganzen alten Kunstmappen durchschaue, wo Kunst drin ist, aus der Ausbildung, aus der Schule, aus dem Leistungskurs und natürlich auch Fanart, die ich damals gemacht habe. Und da habe ich ein bisschen reingeguckt und mir überlegt, welches Bild könnte ich denn einfach nochmal malen, um einfach zu schauen, wie hat sich denn mein Kunststil in den letzten Jahren so verändert. Also ich finde das ganz spannend, da mal zu gucken, weil ich ja ganz oft denke, ich habe keinen Stil und ich bin in der Entwicklung noch gar nicht so weit, weil ich zwischendurch so viel nicht gemalt habe, also so viele Jahre nicht gemalt habe. Und da dachte ich, schaue ich doch einfach mal. Und ich habe ein paar Bilder rausgesucht und hatte dann lange überlegt, aber viele waren eben aus dem Kunstleistungskurs oder aus der Ausbildung. Und bei manchen weiß ich auch einfach die Aufgabe nicht mehr. Und bei einem Selbstporträt dachte ich, naja, ein Selbstporträt ist klar, dass sich das verändert. Das würde ich gern mir noch für die Zukunft aufheben, einfach ein neues Selbstporträt zu machen. Und da fiel die Wahl tatsächlich auf eins der vielen Fanarts. Ich habe damals sehr viele Fanarts von Detektiv Conan gemacht, aber auch von Sailor Moon. Und ich habe mich für ein Bild entschieden, was kein Abmalen von einem offiziellen Bild war, was ich damals halt oft gemacht habe, vor allem im Unterricht, um einfach zu üben. Also ich finde, Dinge abzumalen, also nicht abzupausen, sondern abzumalen, ist eine gute Übung in Proportionen zum Beispiel, gerade bei so Anime-Manga-Sachen. Und ich habe mir aber ein Bild rausgesucht, was ich eben nicht abgemalt habe, sondern was eine eigene Kreation aus meinem Kopf ist. Und habe mir gedacht, ja, das passt gut, das male ich neu. Das Bild ist von 2005, also vor 19 Jahren entstanden. Das ist wirklich gruselig, das so zu hören oder zu sehen, dass das einfach schon 19 Jahre her ist. Und das Bild zeigt eine weinende Ran, also die der Love Interest, die Hauptperson neben Conan, in Detective Conan. Und Ran ist am Weinen, weil sie Chinichi vermisst und steht unter einem Kirschbaum und es ist windig und überall sind Blätter und Tränen. Sie hat ein Taschentuch in der Hand und ja, ruft quasi nach Chinichi und unten steht dann noch so ganz kitschig, I'll be coming back for you oder sowas, in einem furchtbaren Lettering. Aber hey, 19 Jahre ist das her. Und ich dachte mir, das ist doch ein cooles Bild, was ich mal nachmachen könnte. Und genau, dann habe ich mich hingesetzt. Ich habe für die Pose, für das neue Bild von Ran auf jeden Fall ein Vorbild gehabt, weil ich mit Anatomie immer noch nicht so gut bin. Und man sieht das ja auch an dem alten Bild, dass ich auch damals nicht gut war. genau, und dafür habe ich mir eine Pose geholt, aber alles andere ist natürlich auf das Originalbild, auf mein Originalbild zugeschnitten. Da es mir aber tatsächlich ein bisschen zu kitschig war, habe ich die Tränen und das Taschentuch weggelassen. Und auch, weil ich keine Hände malen wollte. es ist krass, dass ich vor 19 Jahren da überhaupt gar keine Skrupel hatte, so Hände zu malen. Aber ja, das wollte ich mir tatsächlich nicht antun. Deswegen sind die Arme verlaufen da irgendwie so im Nichts. Aber genau, der Wind bleibt, die Kirschblüten bleiben und auch die Pose an sich bleibt so ein bisschen, ich habe es ein bisschen dynamischer gemacht und ich habe natürlich Farbe reingebracht und das ist halt so das, was ich finde, was eben meinen Stil jetzt ausmacht, dass ich eben viel mit Aquarell arbeite. Ich habe dann auch noch mit Buntstiften später gearbeitet, aber Aquarell macht mir eben am meisten Spaß und ich habe auch einige Farben verwendet, die ich auch selbst gemacht habe. Dadurch ist es eben nochmal so, also dadurch zeigt es halt nochmal diesen Entwicklungsprozess von
ich benutze halt Aquarell. Ich habe ja damals auch schon Aquarell benutzt, aber nicht sehr gut, weil ich einfach noch keine Ahnung hatte. Und jetzt kann ich es halt besser und ich habe sogar eigene Farben, eigene handgemachte Farben. Und ich finde diesen Entwicklungsprozess, sieht man dann an den beiden Bildern richtig schön. Ich lasse euch ein bisschen mit dem Footage allein und wenn ihr Lust habt, das ganze Full-Process-Video zu sehen, das gibt es auch, das ist ungefähr eine Stunde lang, könnt ihr gern bei meinem Patreon beitreten. Da gibt es einen kleinen Tipp-Jar und der ist auch nur 1 Euro im Monat und da gibt es dann auch dieses Full-Process-Video. Da gibt es auch immer die Full-Process-Videos, wenn ich irgendwas gemalt habe, weil für die normalen Videos dampfe ich das so ein bisschen ein, damit es knackiger wird, damit es engagier, damit es mehr Lust macht, das Video zu gucken. Aber für die Leute, die eben den langen Prozess sehen wollen, mit Real-Time-Footage, die können gerne in meinem Patreon beitreten und sich dort diese Videos angucken. Da gibt es auch noch viel mehr coole Sachen, zum Beispiel Videokurse, Digital Downloads, Weekly Photo Dumps jeden Freitag. Also gönnt euch. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auf dieses Video geklickt habt. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, diesem Video ein Like gebt und am besten auch noch kommentiert. Zum Beispiel könnt ihr mir sagen, habt ihr schon mal ein Bild von vor 19 Jahren nochmal gemalt? Malt ihr überhaupt schon so lange? Bin ich die Einzige, die so alt ist? Who knows? Würde mich freuen, wenn ihr mir da ein bisschen was zu erzählt. Ansonsten bis zum nächsten Video. Goodbye.